Hallo herzlich willkommen. Mein Name ist Jakob. Ich bin Content Manager und ich helfe Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Content-Strategie. Und momentan mache ich ein Content-Marketing-ABC. Ich erkläre jeden Tag einen bestimmten Begriff aus dem Bereich Content-Marketing. Und heute sind wir beim Buchstaben N. N wie Newsletter. Newsletter ist ein super Format. Das wird heute, heutzutage ist das ja zwar bei vielen Unternehmen angekommen, aber die, die potenzielle Macht, die Newsletter haben, wird dennoch unterschätzt. Newsletter sind super, um in direkten Kontakt zu kommen mit äh, sehr vielen Leuten, mit sehr vielen Usern. Und ich möchte drei Tools vorstellen, um mit Newsletter-Marketing zu beginnen. Also, das erste Tool ist Mailchimp. Mailchimp ist ein kostenloses Tool. Also, es gibt eine kostenlose Version und eine kostenpflichtige Version, wo man mehr Zusatztools bekommt und auch mehr ausprobieren kann. Und Mailchimp ist super, wenn man anfängt, weil es ist kostenlos. Man kann relativ einfach E-Mail-Funnels bauen und es ist auch selbsterklärend. Und zu, bevor ich aber weiter in Details reingehe, äh, zunächst, wie funktioniert das überhaupt? Wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat von Newsletter Marketing, dann gibt es eine grobe Struktur. Und zwar gibt es eine Landing-Page, also so eine Art äh, Seite, wo dann sowas steht wie: Hier findest du zehn Tipps, wie du Headlines besser schreiben kannst, sodass sie geklickt werden. Oder ähm, fünf Tipps für deine Content-Strategie. So findest du neue Kunden beispielsweise. Also irgendeine, irgendwie eine treffige, eine, eine, eine catchige Schlagzeile, Headline, die dann quasi zu einem, zu, zu einem Lead führt, sozusagen, dass User ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse eingeben und ein PDF oder ein Whitepaper oder eine Videoserie runterladen. Das ist die Idee dahinter. Es gibt eine Landingpage und von dieser Landingpage kommen, äh, kommen dann die User in deinen Newsletter-Kanal und du sammelst damit Newsletter, E-Mail-Adressen. Und das ist super, weil so kann man, so kann man äh, Sachen testen Funktioniert das, weil man erkennt dann, äh, gibt es denn, wie viele Leute klicken das, wie viele Leute lesen das und so kann man äh, sich ausprobieren, und austesten, ob beispielsweise Headlines funktionieren oder bestimmte Programme oder bestimmte äh, bestimmte Angebote funktionieren. Und was ich auch äh, bereits in der Vergangenheit hatte, ich kam auch in Kontakt mit Leuten. Also plötzlich haben dann angefangen, Leute mir zu schreiben, zu antworten und zu und und es äh, hat sich auch sehr vertraut angefühlt, weil ich ich bin dann immer direkt per Du und dann kommt auch per Du dann auch was zurück und äh, Leute fangen an auch Fragen zu stellen oder Feedback zu geben. Das ist immer ganz spannend. Okay, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen, also das ist jetzt erstmal wozu Newsletter Marketing und das erste Tool habe ich schon genannt, also Mailchimp ist äh, ein Tool, das man nutzen kann. Ein anderes kostenpflichtiges äh, Tool ist AWeber, Den habe ich auch genutzt eine Zeit lang. Das ist sehr sinnvoll, wenn man bereits ein festes Angebot hat und beispielsweise sagt, okay, ich habe ein Produkt oder einen Video-Online-Kurs und möchte das stärker promoten und auch Geld einsammeln sozusagen. Das funktioniert dann mit Aweber sehr gut. Man zahlt da monatlich, ich weiß nicht, wie hoch der Beitrag jetzt ist. Ich glaube, damals habe ich quartalsweise was bezahlt dafür. Aber man kann das, glaube ich, auch in so, monatlichen, in so Monatsabständen bezahlen. Und das dritte Tool ist Kajabi. Kajabi ist schon so die Premium äh, Variante sozusagen, weil mit mit Kajabi kann man unglaublich viel machen. Also es ist nicht nur ein E-Mail-Marketing Tool, sondern damit kann ich Video-Online-Kurse erstellen, habe ich auch schon gemacht. Oder ähm, man kann Funnels bauen, also beispielsweise drei Video, äh, also drei Webinare, die hintereinander automatisiert ablaufen sollen. Man kann ähm, Upsells äh, mit einem Klick generieren. Also, man bietet ein Produkt an und wenn dann Leute es nicht kaufen, dann bietet man äh, vielleicht ein anderes Programm, äh, eine, ein anderes, äh, eine andere Software oder ein anderes Programm an, anderen, äh, ein anderes Format, ein E-Book beispielsweise. Also, das, das geht äh, mit einem Klick und deswegen ähm, ist das aber auch natürlich auch eine kostenpflichtige Variante mit Kajabi aber die kann auch sehr sehr viel mehr also eher für erfahrene Marketer nicht unbedingt für den Einstieg aber das sind so drei unterschiedliche Preisklassen wenn ihr jetzt erst anfangt dann würde ich vorschlagen mit Mailchimp also einfach mit einer E-Mail-Adresse anmelden und schon loslegen das ist eigentlich das Coole daran und wichtig ist dass man eine Landingpage kreiert erstellt wo User Name und E-Mail-Adresse abgeben können und so fängt man an ja, mit seiner E-Mail-Liste. Und das, wo alle äh, traurig sind oder bedenken haben, ja, meine E-Mail-Liste ist so klein, ich habe nur 50 Leser. Und eine große Liste muss nicht immer gut sein. Das heißt, äh, in einer kleineren Liste, also zunächst mal jeder fängt mit einer kleinen Liste an. Also, das ist bei allen so, jeder fängt bei null an. Und äh, das Besondere ist, Je mehr man also je je, 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 ähm, langsam, je schneller es wächst und je mehr Leser man bekommt, desto interaktiver ist es eigentlich am Anfang. Also am Anfang kriegt man am meisten Feedback, kriegt man, äh, kriegt man Resonanz, kriegt man Antworten und das ist eigentlich das Spannende und so lernt man eigentlich auch am meisten und die User sind da auch am interessiertesten. Wenn man eine Liste hat von 10.000 oder 100.000 äh, Lesern, dann ist man sozusagen einer von vielen und so in der Liste von 100 ist man halt, sage ich mal Besonders. Deswegen würde ich das gar nicht so, ich würde auch keine E-Mail-Adressen keine e kaufen oder sowas. Da gibt es ja auch seltsamste Angebote, sondern ich würde mich wirklich darauf konzentrieren, eine eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Das wäre so, das, was ich machen würde, wenn ich komplett wieder von Anfang starten würde. Okay, ich hoffe, das hilft. Das war jetzt doch länger als gedacht. Ähm, unter dem Video findet ihr auch noch Tipps und Ratschläge, wie welche Tools. Wie gesagt, ich habe die Links auch noch eingefügt und auch noch praktische Hinweise. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auf meiner Facebook-Seite vorbeischaut und vielleicht liked und auch Kommentare gibt oder Fragen auch stellt. Das interessiert mich auch immer sehr. Äh, unter Facebook äh, findet, findet ihr mich unter Content Marketing Mastery. Bis zum nächsten Video. Ciao.